2:0 für die Union Einkaufsstadt Torburg-Berg, Torschütze Manuel Engleder. Mittellänge erhöht auf 3:0 für die Union Einkaufsstadt Torburg-Berg. Torburg besiegt Union. Torburg-Berg geht mit 1:0 in Führung. Torschütze David Galeidner. Für die anderen Einkaufsstadt Torburg-Berg, Torschütze Roland Mitterlehner. Super Tor. 3:0 für die anderen Einkaufsstadt Torburg-Berg durch Wolfgang Roth. Torburg-Berg geht mit 1:0 in Führung. Torschütze Roland Mitterlehner. Die Union Einkaufsstadt Torburg-Berg geht mit 1:0 in Führung. Torschütze Ralf Thürner. Der Schuss erhöht für die Union Einkaufsstadt Torburg-Berg auf 2:0. Super! Union Einkaufsstadt Torburg-Berg geht mit 1:0 in Führung. Torschütze Simon Steyer. Thank you.
Stadt Robertsberg geht mit 1:0 in Führung. Und das mit 4 Feldspielern. Torschütze die Nummer 6, Ralf Thurhöhn. Mit der Nummer 6. Robert geht mit 1:0 in Führung. Torschütze mit der Nummer 6, Ralf Turner. Das ist jetzt wirklich der Nullviertler Cup-Sieg der U14-Mannschaften. Nullviertler Halle Fußball-Nachwuchscup. Die 38. Spielminute, Arno Deutschbauer erhöht auf 2:0 für die Minikneum der Union Einkaufsstadt Tröbachberg. Es steht 3:3. Simon Steil bringt die Union Einkaufsstadt Tröbachberg wieder in Führung, es steht 4:3. Die U12-Mannschaft Union Rohrbachberg. Herzliche Gratulation. Oh, super Burschen. Wir bedanken uns beim Schiedsrichter sowie bei der kleinen deutschen Mannschaft. Tschüss! Da! Hallo! Hallo! Ja. Der Stefan Pilsl, der Simon Steil, sieben zu null für die Union Einkaufsstadt Rohrbachberg, fünffacher Torschütze Manuel Engleder.
15. Spielminute. René Jell erhöht auf 4:0 für die Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg. Das darfst du doch nicht geben. Zwanzigste Spielminute. Die 57. Spielminute, Manuel Engreder bringt die Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg mit 2:1 in Führung. Die 47. Spielminute, Arno Deutschbauer erhöht auf 6:2 für die Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg. Freistoß für Rohrbach. Die 35. Spielminute, Rohrbach-Berg gleich zum 2:2 aus, Torschützin Susanna Galeidner. So, der Christian Oehler hat das erste Tor geschossen. Fahren wir wieder bei 0 an, also steht 1:0 für Rohrbach-Berg. Siebenundsechzigste Spielminute. Sehr gut. 10:0 durch Alexander Hofer in der 49. Spielminute.
Schreien mit der Brotzeit. Sehr schön. Bombe! 27. Spielminute, Rohrbach Berg gleich zum 1:1. Achte Spielminute, 1:0 für die Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg. Torschütze Arno Deutsch. Super, Stefan. 14. Spielminute, Stefan Kneidinger erhöht auf 2:0 für die Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg. Jawohl! Ja. Schuss! Ja. Vamos! 22. Spielminute. Dominik Schürz bringt die Knabenmannschaft der Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg mit 2:1 in Führung. Da gehen wir um mit, oder? David Galeidner erhöht auf 4:1 für die Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg. Spielminute, Tobias Kasper erhöht auf 3:0 für die Miniknaben der Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg. Super. 44. Spielminute. Daniel Winkler erhöht auf 4:0 für die Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg. Daniel, daher! 42. Spielminute. Bart Christoph verkürzt für die Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg auf 1:3. Freistoß für Rohrbach.
35. Spielminute, Rörbach Berg gleich zum 2:2 aus, Torschützin Susanna Galeitner. Tür 8, der Union Einkaufsstadt Rörbach-Berg geht mit 1:0 in Führung. Tür 8, der Union Einkaufsstadt Rörbach-Berg geht durch diesen Schuss mit 2:0 in Führung. Für die U8 der Union Einkaufsstadt Rörbach-Berg. Jetzt kommt der Stefan rein. Torschütze war, glaube ich, der Christian Oehler. Hey, Christian! Christian, komm auf da! Ja. Du spielst einmal den Sturm und du gibst dann hin. Super! Hallo! Super gespielt, was? Hey. Wer hat's dir geschossen? Billy, super, ich weiß nicht. Ja, gleich dann jetzt, gell? Weißt du, wir wechseln jetzt ein, du.